Herrschaften, ich grüße euch. Schön, dass ihr mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Break. Jo, was machen wir heute auf? Was habe ich diesmal mitgebracht? Wir öffnen diese schöne Seishin V Grookey Gala Kollektion. 4 Booster innen liegend, unter anderem auch ein Evolutions Booster. Freue ich mich sehr darauf. So eine Box habe ich schon mal aufgemacht. Und zwar gibt es die auch Sommer Center V. Die Box, die ich aufgemacht habe, hat tatsächlich gut gegönnt. Alle 4 Booster hatten Hits. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir hier auch wenigstens einen kleinen Hit landen. Hätte ich richtig Lust drauf. Und da ich ja gerne 5 oder mehr Booster aufmache, habe ich noch was ganz Besonderes mitgebracht. Dieses Blister, XY Primal Clash, habe ich noch gar nicht geöffnet. Freue ich mich sehr drauf. Mal gucken, was diese 5 Booster uns gönnen. Noch ein kurzer Hinweis zu meinem Instagram-Account, bevor wir diese tolle Box öffnen. Wenn ihr Lust auf Pokémon TCG-Content habt, aber auch auf Videospiel-Content, dann checkt auch meinen Instagram-Account ab. Dort poste ich dann regelmäßig, ja, TCG-Content oder auch Videospiel-Content. TCG-Content, sowas zum Beispiel hier. Lavados, Zapdos, Arctos, Tech Team GX aus Hidden Fates. Wunderschöne Karte. Rainbow Secret Rare. Ja, das war ein kurzes Wort zu meinem Instagram-Account. Und dann wollen wir nicht lange fackeln, sondern öffnen dieses tolle Toy. Das kommt auf der Seite. Die ist schon ein bisschen ramponiert, wie ihr seht. Ja, habe ich im Oktober online bestellt. Kam tatsächlich auch relativ ramponiert an. Ich hoffe, hier ist alles okay. Aber ich gehe davon aus, Händler war ganz cool tatsächlich, hat auch gute Bewertungen gehabt, deswegen gehe ich davon aus, dass diese Box einfach nur defekt gewesen ist. Dann haben wir hier diese tollen 3 Promos, gucken wir uns gleich an. Wir haben Seishin V XXL Promokarte, das legendäre Pokémon aus Schwert und Schild, Brave Blade. Cool. Kommt beiseite zu meinen anderen XXLern. Dann haben wir hier, oh ja, genau, richtig, ich erinnere mich, Cosmic Eclipse. Richtig cool. Oh. Kann man hier. Den Grookey Pin. Dann haben wir nochmal Cosmic Eclipse. Sehr schön. Wir haben Unbroken Bonds. Auch ein sehr geiles Set. Sun and Moon. Und wir haben, oh, sogar Glurak Artwork. Ein Evolutions Booster. Geile Sache. Noch mal gerade die 3 Promos rausholen. Auch das letzte Mal hatte ich eine, was schon was länger her, diese Grookey Box aufgemacht, weil die damals, als ich gekauft habe, nur zur Verfügung waren. Aber ist egal. Gönnt euch den Code. Tangiert mich jetzt nicht so sehr, außer dass ich meine, dass die Karten, die Promokarten, jeweils immer von der Box selber die Blackstar-Promo ist. Wie zum Beispiel hier die Grookey-Karte, Chimpemp, ist die Blackstar-Promo. Seht ihr unten links an dem tollen schwarzen Stern. Und die anderen beiden Galar-Starter, Mimion und Hoplo, sind keine Blackstar-Promos. Die haben unten das Schwert- und Schild-Logo. Ja, ein bisschen Talk nebenbei. Die kommen wir gerade beiseite. Das kommt beiseite. Und dann öffnen wir noch das tolle Stück hier. Kann mal gucken, ist noch nie geöffnet, so ein Blister. Und vielleicht mal kaputt gemacht. Alles klar, geht auch. Sehr schön. Hier haben wir Gardevoir. Primal Clash. Machen wir als vorletztes auf, oder? Das kommt auch mal nach der Seite. Sehr schön. Cool, cool. Freue ich mich. Das machen wir zum Schluss auf. Wir machen Cosmic Eclipse zuerst. Dann Unbroken Bonds. Dann nochmal Cosmic Eclipse. Dann Primal Clash. Dann XY Evolutions. Muss man gerade gucken. Mein Laptop spinnt irgendwie gerade ein bisschen. Nicht cool. Jetzt sind wir wieder synchron, was die Übertragung angeht. Und dann starten wir rein, ne? Cosmic Eclipse.
ins Booster Nummer 1. Wie gesagt, beim letzten Mal die Box geöffnet hat, hat jedes Booster gegönnt. Ich bin gespannt. Gönnt euch auf jeden Fall den Code. Viel Spaß damit. Vier Karten. Nicht vergessen, bei den XY-Sets 3 Karten wegnehmen. Wir haben die Steel Energy, Stahlenergie. Lanas Fishing Rod, die Angel. Oh, wir haben Aquana, Vaporeon. Sehr cool. Sieht schick aus. Wir haben Absol, Tangela. Schild läuft chillig durch den Wald, wie man sieht. Habe ich noch nicht so häufig geöffnet, die Sets. Bis auf Evolutions habe ich schon ein paar Booster geöffnet. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht alle Pokémon kenne. Eevee im Regen. Evoli. Das Zwirrlicht. Das Skull. Über den Dächern von, keine Ahnung, irgendwo und nirgendwo. Wir haben Tympole, das heißt irgendwas. Ach, das ist hier so ein, vielleicht seht ihr es, das ist hier so ein gestricktes Pokémon. Kaulquap heißt es, genau, mir fiel es gerade nicht ein. Auf Deutsch heißt es Kaulquap. Flabébé. Leroy's is the Will. Trainerkarte. Und die Rare ist Drampa. Non-Holo. Schade. Aber die Reverse liebe ich trotzdem. Evolutions freue ich mich richtig drauf. Gleich das Booster. Aber auch tatsächlich Unbroken Bonds. Da kann man auch richtig krass hitten. Tatsächlich. Aber auch, also eigentlich alle Booster toll aus diesem Set. Primal Clash, das zusätzliche Booster. Bin ich auch gespannt drauf. Ist auch schon was älter. Ich glaube, 2015 müsste es sein. Wir können gleich mal gucken. Der Code gönnt euch. 2, 3, 4. Unbroken Bonds. Wieder eine Stahlenergie. Okay. Das kommt mal gerade nach oben. Oh, geil. Wir haben das Shillock. Das muss ich mal gerade sleeven, weil ich ja schon häufiger erwähnt habe, dass ich die Kanto Starter sammle. Und dazu gehört natürlich auch das War Turtle, das Shillock. Sehr cool. Jetzt nicht das beste Artwork, aber auch nicht das schlechteste. Das liegt nochmal hier oben rechts zum Pikachu. Dann haben wir Gloom. Was ist es? Duflor, ne? Oh, geil. Apollo. Haunter. Caravana. Das Togepi. Oh. Moment. Eine Karte ist viel, aber ein Squirtle. Freue ich mich auch sehr. Na komm. Die ist aber hartnäckig hier. Was ist das denn? Espur. Das Squirtle Shiggy wird natürlich auch gesleeved, ja? Na komm. Das Artwork ist tatsächlich ganz cool. Gefällt mir. Dann geht's weiter. Rhyon. Wir haben Litten. Reverse. Sehr schön. Starter aus Schwert und... Ach Quatsch, Schwert und Schwert, Schwarz und Weiß, ne? Oder? Kann mich jetzt auch irren. Die Generationen sind mir nicht ganz geläufig. Und die letzte Karte ist Amortassi. Aromatassi. Aromatissi. Oder so. Das ist mir nicht bekannt, das Pokémon. Non-Holo. Litten, die Katze. Fire Cat Pokémon. Die alten Reverse, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, sehen für mich, also ich
Mein Geschmack sind die alten Reverse Holders auf jeden Fall eher, weil man hier dieses schöne große Energiezeichen hat, plus die kleinen Energiezeichen im Hintergrund. Bei den neueren ist es ja leider nicht mehr so. Dann glaube ich, sind nur kleinere im Hintergrund. Aber Geschmackssache, ne? So, Cosmic Eclipse Nummer 2 und aus der Box Booster Nummer 3. Wird das gute Stück geöffnet. Einmal der Code, gönnt euch. Männchen. Was ist jetzt hier schon wieder? Also mein Laptop macht heute ein bisschen Mucke. 1, 2, 3, 4. Und wir starten rein mit der Feuerenergie. Wir haben das Island Challenge Amulett. Kirlia. Die Vorentwicklung von Gardevoir bzw. Galagladi. Roller Skater. Trainerkarte. Wubat. Ducklet. Pikolente, ne? Ist es, glaube ich, im Deutschen. Swirlix, das kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht mehr den deutschen Namen. Aber sieht auf jeden Fall nice aus, die Karte. Richtig süß. Die drei Wattebällchen. Cotton Candy Pokémon. Oh, wir haben den Alolas Grimer. Den Slimer. Den grünen. Wir haben Slugma. Und wir haben die Reverse übersprungen. Vibrava Reverse. Mit dem Kampfzeichen. Und nochmal ein Drampa. Das ist ja lustig, dass ich in beiden Cosmic Eclipse dieselbe Non-Holo Rare ziehe. Das ist ja... Komm mal gucken hier. Oder? Habe ich doch, ne? Ja, hier. Crazy. Zwei Cosmic Eclipse, 236 Karten in diesem Set und ich ziehe zweimal dieselbe Non-Holo-Karte. Herzlichen Glückwunsch. So, XY, Primal Clash. Ich bin gespannt. Drei Karten wegnehmen. Also bis jetzt hat die Box nicht so gegönnt, ne? Vielleicht gönnt ja das Booster, welches nicht in der Box war. Ihr dürft euch auf jeden Fall den Code gönnen. Wir nehmen drei Karten weg. Und wir starten rein. Kambusken. Die Weiterentwicklung von Flemly. Fällt mir der deutsche Name jetzt gerade nicht ein. Die dritte Stufe ist aber Logok. Wir haben Pantimos. Mr. Mime. Wir haben Akrobike. Shroomish. Das ist Kniels im Deutschen. Lustiges Artwork, oder? Im Wald. Sind auf jeden Fall sehr, ja, fröhlich. Sieht danach aus. Wir haben Sphere. Mudkip. Das ist Hydropie, ne? Hydropie im Deutschen. Starter von Diamant. Moment, nicht, dass ich mich vertue. Nein, nicht Diamant. Diamant ist Plinfla. Das ist Hydropie Starter von Rubin Saphir, ne? Dritte Gen. Oder vertue ich mich jetzt total? Barschwar, Phoebes. Ne, ich meine, das ist richtig. Slugma. Wir haben die Reverse. Bunnelby. Sieht sehr cool aus, die Reverse. Und haben wir einen Hit? Wir haben einen Hit. Camerup X Full Art. Geil. Sehr schön, oder? Muss ich mal checken, was die so an Wert bringt. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Kann man sleeven. Alte Karten sind auch immer schön. Wie gesagt, 2000. Ach, wir wollten gucken, ne? Welcher Jahrgang? 2015. Lass mich mal gerade nebenbei gucken. Ich hoffe, dass es 2015 ist. Ich meine schon.
Ja, steht immer hinten auf den Boostern drauf. 2015. Oh, ich hätte auch einfach auf der Karte gucken können, ne? Steht ja auch da. Guten Morgen. Ja, geil. Freut mich auf jeden Fall. Schöner Hit. Kamerup X. Heißt im Deutschen, glaube ich, auch Kamerup. Centering nicht ganz optimal. Oder warte, lass mich mal gerade gucken. Doch, sieht hinten ganz gut aus. Leider ein bisschen Whitening hier und hier. Auf beiden Seiten der Ecken. Die Corners. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Freut mich. Cool. Auch mit diesem dunklen Rand sieht es ganz geil aus. Hat ein chilliges Artwork. Coole Sache. Legen wir hier oben hin. Und natürlich die Reverse wird auch gesleeved. Da komme ich gerade auch gegen die Kamera, ne? Läuft. Auch lustig hier. Einmal Cosmic Eclipse, einmal Primal Clash. Slugma. Irgendwie immer dieselben Karten hier gerade. So. Ah, sehr schön. XY Evolutions. Genug Artwork. Da wird das gute Stück aufgemacht, ne? Vielleicht ziehen wir ja den Boy. Das würde mich freuen. So. Gönnt euch den Code. Drei Karten weg. Wie gesagt, XY, drei Karten wegnehmen. Und wir starten rein mit Professor Eich. Wir haben die Doppelenergie, farblos Energie, wichtig, den Supertrank, Super Potion. Wir haben, oh geil, Pikachu, nice, ein kleiner Hit. Wir haben Machado, sehr schön. Na komm, boah, die Growlithe, Vulcano, Onix. Oh, nix. Nidoran. Wir haben Reverse. Oh, nice. Nocturne Reverse. Sehr schön. Reverse Rare Holo. Reverse Holo Rare, so rum. Und wir haben... Oh, ein Tauboss. EX. Sehr schön. Freue ich mich jetzt nicht ganz so drüber, bin ich ehrlich, weil die Karte in der Kanto Power Kollektion eine Promokarte war. Das heißt, ich habe sie schon. Aber nicht so tragisch. Hoppala. Mhm, schmeiß weg. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ziemlich nice, dass wir Nocturne gehittet haben. Coole Sache. Freut mich. Kurz mal checken. Auf den ersten Blick. Ah, oben ein bisschen dünner als unten. Links ein bisschen dünner als rechts. Sehe ich jetzt gerade so auf Anhieb. Trotzdem, ich freue mich, sehr schön. Dann Tauboss EX. Leider nicht die Full Art Karte. Trotzdem, wieder mal gegen die Kamera, hau rein. Links dünner als rechts, ja, ich sehe es. Schade. Trotzdem schön. Und. Das gute Pikachu mit dem alten Artwork. Sehr schön. Freut mich. Bulls beiseite. Und dann war es das schon, ne? Sind wir durch mit der Box. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da. Oder auch nicht, wie ihr wollt. Wenn ihr weiterhin Bock auf solche Videos habt, ich werde noch einige hochladen, auf jeden Fall, einige Openings machen. Dann lasst mir noch ein Follow da. Und im besten Fall lasst ihr mir beides da, Like und Follow. Wenn ihr weiterhin Lust auf Pokémon TCG oder auch auf Videospiel-Content habt, beziehungsweise Retro-Content, dann checkt meinen Instagram-Account ab. Dort findet ihr auch sowas hier. Super Mario Land 2 für den Game Boy. Ganz alter Schinken. Wer das Spiel nicht gespielt hat und Lust auf alte Spiele hat, tut es. Ihr bekommt keinen Augenkrebs.
Und in dem Sinne, nochmals Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, Leute. Bleibt geschmeidig. Haut rein. Ciao.